5000 und nimmst. Aber ich glaube, das geht es hier. Das ist. Können wir noch mehr rumdrehen. So. Ja, ist klar, ist gleiche ebene Fläche. Ich würde mal sagen, so bauen wir den, dann haben wir ja auch noch immer noch Platz. Jo, Bob, da kommst du hin. Wir gucken unsere komische hier hinten, da die. Das ist ein interessantes Ding. So, und jetzt fährst du unten wieder weiter zurück, und fährst du unten wieder zurück. Sehr gut. Glückliche Leute sind viel wert. Oh, mein Rock ist verrutscht. Der hängt schon mit auf dem Weg. So, Bob. Wo warst du denn jetzt? Haben wir immer noch? Dass du verhältnismäßig. Dass ich dich verhältnismäßig sparsam bauen kann? So sollte es gut sein. So. Bitte schön, Bob. Ich mache hier den Eingang. Hier mache ich den Eingang und dann mache ich hier den Ausgang. Jo. Dann kann man immer noch da hinten, wenn wir noch was dahin gebaut kriegen. Oh, 12 Geld. So. So, einen Zug. Acht Wagen bleibt. 2 Euro. Und 20 Minuten Wartungszeit. Bitte schön. Viel Spaß. Jetzt sagt nicht, dass 2 Euro zu teuer sind. Ihr seid wohl bescheuert, oder? Okay. Ich begrüße den ersten Kunden. Dann guck mal, wie viel Wirbel da die Boten kostet. Also wenn ihr dann nicht schlecht wird. Günstiger kann ja nicht schlecht werden. Jetzt für 2 Euro. Habe ich glaube ich schon runter auf 1,60. Ne? Ja, siehst du, okay, da könnt ihr doch günstiger schlecht werden. Aber eben nicht, aber nicht bei Bob. Nicht durch Bob, nicht mit Bob. Die müssen erstmal heiß werden. Aber wenn sie einmal die Lunte gerochen haben, dann sie mit Scharen hier aufschlagen. Noch irgendwas Geiles bauen, irgendwas. Oh. Mal so lang, ne? Das ist doch auch so nicht, was so eklig lang ist. Und schon die Bäume, da siehst du wieder nichts. Natürlich hier. Ist ja gar nicht so. Wie siehst du da hinten aus? Der kann ja da hinten, das interessiert doch keine Sau. Der kann noch ruhig so, aber er ist auf unserem Gelände. $3,250, der bringt auch Knete, aber der arbeitet ja dann sehr versteckt. Ne? Ich staune, dass wir überhaupt bauen können.
3250 waren das. Ah, schaffen wir schon 3250, guck mal. Jetzt warten wir noch ein klein bisschen mehr, dass wir auch Geld für die Zugangswege haben. Und jetzt muss aber reichen. So. Verrücktes Teil. So. Nein, wird nichts angehoben. Nichts angehoben. Das reicht. Zirkus. Ja, hier rein als zur Auflockerung. Ist eine Achterbahn hier, die mit dem Drehen, wo wir, die sich um ihre Mittelachse drehen, die Wagen. Zirkus, nichts mit Essen, ne? Kein Essen? Zirkus. Okay, Zirkus, dann. Ich glaube, das ist schon langsam. Ja. Wird schon langsam eng jetzt mit dem Platz. Zirkus hier. So. So. 1 Euro. Zirkus im Park. Was ist mit den Kreiseln? Warum? Ja, 20, hallo. Wirklich umsonst, oder? So schon miese. Statt 10 draus machen. Mit vom Kreis. Sogar das Karussell hat mehr Besucher. Guck dir das an. Das stimmt über die Kreise nicht. Habe ich da ein Turbo eingeschaltet oder was? So, ich bin mal gespannt. Das sind sie, die mich alle Leute wirklich weiß. Leute, die unbedingt immer alles geschenkt haben wollen oder müssen. Oder? Ja. So. 1, 2, 3, 4. Und
Okay, ich sehe es noch. Also mit der Musik vom Zirkus hatte ich noch nie Probleme. Wie gesagt, im Gegensatz dazu mit der vom Karussell, mit der Leierkastenmusik. Schon dreimal. Seitdem mache ich die immer aus. Es geht um Urheberrechtsstreitereien, die ist natürlich gar nicht. Also ich habe die Musik ja nicht von mir aus reingemacht. Die müsste irgendwie anders geregelt sein. Weil die gehört zum Spiel dazu. Aber das weiß YouTube nicht. Drei Firmen streiten sich da abwechselnd. Mal um dieses, mal um jenes Lied. Komm, die sind ja auch so bekloppt, die haben ja auch schon jemanden verklagt, weil der bei einer Siegerehrung auf sein Video, was er veröffentlicht hat, die japanische Nationalhymne mit drauf hatte. Der hatte auch schon eine Klage am Hals. Ging über etliche Instanzen, aber dazu habe ich gar keine Lust und gar keine Kraft. Glaube ich jedenfalls nicht. Gar keinen Bock. Dann schalte ich die Musik beim Karussell aus. Und seitdem habe ich bis jetzt Ruhe. Ach, okay, jetzt fahren sie hier nicht mehr. Dann machen wir jetzt 20. Können sie hier die Krabbelgruppe drauf schicken. Und die Großen, die fahren dann richtig hoch ab. Das ist ja auch lustig. Boah. Ja, ein bisschen Platz haben. Bei dem
Meißen müsste richtig Platz haben. Ach, Nummer 5. So, Spaß auf. Denke ich gar nicht mehr. Endeffekt landet das die Geisterbahn auch mal bei den Löwenbadstadt Attraktionen, aber ist leider auch so super der Lauf der Zeit, ne? Ja keine. Ich hab bisher keine Hilfskraft. Ich wollte gerade Hilfskraft. Guckt euch an, wie verrückt die nach dem freien Fall sind, ey. Boah. Und gleich wieder anstellen. Der Ding haut so schnell vor gar nichts, glaube ich. So, Bänke wollte ich noch bauen. Oh, Bänke.